Hallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu Dust in Illusion Tale. Wir befinden uns gerade auf der netten Karte hier, die ich euch mal wieder zeigen könnte, denn ich weiß, dass ich zuletzt, als ich vor, was weiß ich, einer Woche oder so jetzt gespielt hatte und zuletzt hochgeladen habe, danach noch ein bisschen rumgelaufen bin und versucht habe, die Schätze etwas mehr zu finden. Deswegen bin ich zum Beispiel nochmal in die Schwarzmoorberge gegangen, na, da wo alles verschneit war und so, hab noch ein bisschen mehr die Schätze eingesammelt, die ich sonst so übersehen habe. Und ja, man sieht, dass ich hier an einigen Stellen schon echt 100% und so gewuppt habe, woanders halt noch nicht ganz. Ich müsste zum Beispiel nochmal in die Zeremonhöhlen. Aber ansonsten sieht dies eigentlich ganz gut aus. Schützenpass würde auch noch gehen. Da fehlt mir aber noch also ein Resonanzstein, den ich noch finden muss. Deswegen komme ich da noch nicht weiter. Das weiß ich noch. Ja, und auch was die Rüstung angeht und so, da kann ich noch nicht so viel alles machen und das Beste anlegen und umbauen, weil mir fehlten halt immer noch so ein paar Ersatzteile, beziehungsweise dann auch die Kohle, wenn ich alles auf einmal machen wollen würde. Deswegen würde ich sagen, wir gehen in diese Dämmerlandbecken, wo wir noch nicht waren, wo es mit der Hauptquest jetzt weitergeht. Denn hier steht ja auch unten, du hast die Wahrheit über dich herausgefunden, triff dich im verborgenen Lager am Fuße des Dämmerlandbeckens mit Ginger und dem Ältesten. Da würde ich sagen, knüpfen wir doch dann jetzt nichtsdestotrotz wieder an, auch wenn ich gesagt habe, glaube ich, dass ich noch hier und da was mache. Ach, und dann gibt's noch was, genau, das wollte ich eigentlich aber noch zeigen. Es gibt hier die Weihestätte. Die habe ich jetzt auch erst so entdeckt, nur ist es so, und wer genau aufpasst bei meinem Facebook-Profil, da poste ich ja immer die Screenshots zu den jeweiligen Links, die ich jeden Tag halt hochlade. Und da habe ich halt von das zuletzt auch die Screenshots hochgeladen von meinen Freunden, die ich zuletzt hier in dem Käfig wieder befreit habe. Leider habe ich das mit euch bis jetzt nicht zusammen gemacht gehabt, aber ich erzähle es euch dafür jetzt. Und der Witz ist, jedes Wesen oder jeden Freund, den man aus so einem Käfig mit mehreren Schlüsseln halt dann befreit und den Käfig dann öffnet, das landet dann hier in dieser Weihestätte, in diesem Haus, wo wir gerade sind. Und das Schöne war, dass halt hier hinten auf dem Tisch dann noch so ein kleiner Boni war. Also für jeden Freund, den man dann befreit, habe ich dann, glaube ich, die Resonanzsteine oder sowas bekommen. Ich weiß es nicht. Und ich meine halt, dass in Schlammingen, bei den Zeremonienhöhlen unten, da war halt noch der Käfig. Das hatte ich damals mit euch aufgenommen. Da war noch ein Freund gefangen und ich schätze mal, das ist auch der fehlende Resonanzstein, den ich dann brauche, zum Beispiel für den Schützenpass, um da weiter durchzukommen. Ist sehr witzig. Hier, die sieht so ein bisschen aus wie Donald Duck, irgendwie mit Kopfhörern. Hier haben wir so ein rotes Männchen und hier haben wir so eine Aladdin-Figur. Keine Ahnung, es könnte sein, dass das ja alles Figuren sind aus anderen Spielen von diesen Spielentwicklern oder so. Aber leider kommen mir persönlich diese Figuren nicht bekannt vor. Falls die jemand von euch erkannt hat, kann er mir ja gerne mal ins Kommentar schreiben, irgendwie, ja, was das eigentlich für Wesen sind, die ich da eigentlich immer befreie. Weil die sehen ja doch alle sehr ulkig aus. So, genug mit der Einleitung und Gequatsche, ab in die Dämmerlandbecken. Kapitel 5. Legende. Mondblüterlager. Sieht auf jeden Fall sehr magisch und sehr interessant hier aus. Speichern wir doch an diesem Ort einfach mal. Soll ich nach rechts oder links gehen? Ich weiß es nicht. Oh. Halt! Who goes? Oh, it's you. Apologies, Miss Robin. Please, enter. Ja, was ich noch vergessen habe zu sagen. Oh ja, ich bin total verbrannt hier. Oh. Ach, das sind alles Leute auf meiner Seite. Ich dachte schon, die greifen mich jetzt alle an. Was ich noch sagen wollte, ich habe auch eine Fähigkeit vergessen gehabt. Und zwar nicht das Fliegen hier, sondern das hier. Das ist total bescheuert. Ich weiß nicht warum, aber im ersten Level habe ich aus Versehen diese erste Fähigkeit nicht mitgenommen. Und hab mich immer gefragt, wenn ich in andere Let's Plays reinguckte, wie macht er das mit diesem Wirbeln, mit diesem Fliegen hier? Ja, jetzt kann ich's auch. Ein bisschen blöd, dass ich das erst jetzt hab, aber mein Gott, bis hierhin habe ich's auch so geschafft. We welcome your presence, then, Mithrarin.
preparations for war are nearly complete. Ist das alles, was noch übrig ist? Sind wir hier sicher? Was ist der Weg des flammenlosen Lichts? Was kann ich machen, um zu helfen? Surely you have more soldiers than this. General Gaius is nothing if not thorough. His forces have exterminated most Moonbloods from this land. We are all that's left. How do you expect to win with so few soldiers? We cannot. That's why we created Sen Mithrarin. You dust will turn the tide. Well, no pressure or anything. Yeah. Sind wir hier sicher? Was ist der Weg des flammenlosen Lichts? I see all sorts of lamps here, but no fire. Is this the way of the flameless light? It is, yes. In ancient times, the Moonbloods went by another name. We lived in a great society called the Sintak, and we wielded the knowledge to follow the way of the flameless light. Settle in, Dust. This could take a while. We Sintak harnessed a power unlike any this world had ever seen. We built elaborate contraptions like these lamps, capable of piercing the darkness without so much as a spark. Well, obviously something went wrong, because we still have to build a fire every time Dust pulls out his map. Unfortunately, the ancient tomes do not say how the Sintak fell, and that knowledge has been lost. Perhaps intentionally. All we know is that our kind were made as outcasts, and that has remained true for countless generations. For the longest time, we believe the Moonbloods were the only ones left who know of the way of the flameless light. But we were wrong. When General Gaius began his purge, there were stories of their weapons, stories of elaborate contraptions that seemed to defy the natural world. Weapons that sound identical to those of the Sintak in the most ancient of tales. What kinds of weapons are we talking about? Arrows made of light. Machines that take to the sky like birds. And we're supposed to fight these things with your lamps. I did not say it would be easy. Nobody ever does. I did once, remember? Yeah, and you were wrong. Sind wir hier sicher? Was kann ich machen, um zu helfen? Well, I'm here now. Is there anything I can do to help? We are spread rather thin. Our chief engineer, Sonjin, is having trouble with our camp support systems. Go and speak with him when you can, and I'm sure he will explain further. There is also the matter of our scout, Kier. He has not checked in for many hours. But with our battle preparations, we have not been able to mobilize a proper search party. His patrol takes him east of our camp if you aim to find him. Kriegen wir alles hin? Melde dich bei Kier am Rande des Lagers und hilf Sanjin, die Unterstützungssysteme der Mondblüter wiederherzustellen. Ja, auch hier, ja, ich hatte hier so eine Quest noch bekommen. Ich soll 6 AW schwingen und 6 AW Klauen finden. Ich weiß aber noch gar nicht, was das für Viecher sind. Vielleicht die, bei denen wir jetzt sind. Weil schwingen und Klauen, Es würde Corbin helfen, wenn du eine 1000er Trefferkette erreichen würdest. Ich weiß noch nicht, was damit genau gemeint ist. Wahrscheinlich immer, wenn die Kette durchbrochen wird, dann ist eine 1000er nicht geschafft. Die Frage ist für mich nur, muss ich jetzt am Stück mit einem Gegner 1000 hinkriegen oder kann ich auch kämpfen, laufen ein bisschen weiter, nehme den nächsten Gegner und es geht weiter und die Kette ist dann auch noch nicht unterbrochen. Ich hoffe, das gilt. Ja, und dann den Schnee, den wir auch noch brauchen, in den Bergen im Norden. Aber wie ich den Schnee noch zu Bopu nach Schlammingen bekommen, ich habe keine Ahnung. Also das sind so unsere Quests, die wir noch machen müssen. Und dann haben wir hier auch die liebe Ginger. Ginger? Jin? Oh, Dust. It's you. Yeah, just me. Are you alright? I'll be fine. Just a lot to think about. Listen, about Jin. Yes? What was he like? He was very kind. Almost to a fault, really. I like him already. Yes, he had that effect on people.
I like to believe it's what made you do all those wonderful things for Aurora and Mudpot. Ich bin sicher, dass Jin damit zu tun hatte. Meine Entscheidungen sind meine eigenen. Aro was always testing me. Every time I made a choice, he would tell me if it was the right one. I was choosing whether to follow Jin or Cassius. I believe they were both trying to influence my actions. And you listened to Jin? Yeah, he's kinda hard to ignore. He is, isn't he? Or at least he was. Er ist noch so. Er ist fort, Ginger. Ah, wir machen ihr natürlich positive Verstärkung. Er ist noch so. No, Ginger. I think you were right the first time. I think Jin continues to live through my actions. He's guiding me, keeping me on the right path. But what of your other half? Cassius murdered my family, Dust. He destroyed my village, killed my friends. How can you control such a terrible being? I feel his presence every time I swing the blade of Aura. I believe the Elder was right. Without him, I'd have been cut down long ago. But Jin keeps him from taking control. As long as Cassius lives within you, though, there's always that danger. You could always be pulled to a path of evil. I won't lie. I felt him pulling me to take the quick and easy path, to leave the weak to fend for themselves, to show no mercy to those in my way. Perhaps someday you can be rid of his foul presence. Maybe. Someday. For now, I need him to defeat Gaius. There's no other way. I know. Still, I'm glad we were able to talk, Dust. Me too, Ginger. I'll be back before you know it. Be careful. Okay, dann rennen wir mal los. Ab ins Abenteuer. Eine Schatzkiste soll hier irgendwo sein. Was ist mit ihm hier? Sanjin. Ah, you've arrived just in time, Mithrarin. My name is Sanjin. I'm what you'd call a chief engineer, I suppose the term is. Der war ja jetzt nicht weit weg. The Elder mentioned you needed some help? Yes, indeed. In the caverns below, we've set up machinery to provide the camp with power and water. Unfortunately, seismic activity has shut down both systems, so we need to get them running once more. Ja, wir machen alles. Wir machen alles auch wieder heile hier. I have been rather preoccupied handling the battle preparations, so if you could, I would appreciate it if you went down there to examine the generators. Und natürlich sind da unten einige Monster auch dazu. Sure, Sanjin. I'll take a look. Thank you. You'll need to restart the generator and water pump when you're down there. We'll require both systems to be running if we're going to stand a chance against General Gaius. Levelaufstieg. Jawohl. Sehr schön. Mithrarin, please find a way to restart the generator and water pump in the caverns below. Yep. Sag doch, mach doch. Alles gut. Lass mich mal machen hier. Ach, wo war denn jetzt eigentlich... Wo war denn jetzt eigentlich der Schatz? Naja, vielleicht finde ich den auch noch. Hier zum Beispiel. Oder hier. Kampfkunststein verfügbar. Ja, und wir sind sehr weit schon gekommen. Ich finde das auch super. Machen wir mal auf Angriff, weil es geht ja bald los hier. Bisschen mehr Power für uns. Mal wieder. So, weiter. Did you hear something? Ja, es blubbert. Fidget, es blubbert. Noch mehr Schätze. Irgendwo muss ich welche noch finden. Ich weiß zwar noch nicht wo, aber irgendwo. Da unten bestimmt. Ah! Jawohl, das sieht doch schon mal gut aus. Oh. Oh no. Just look. It's the missing sentry. What happened here? Just look out. Was ist denn jetzt los?
Was ist los? Ha! Was? Hier ist jemand unsichtbar. Und greift mich an. Was? Ha! Ich habe ihn getroffen. Haha. Haha. Wo ist er denn? Wo ist der Typ? Da. Jetzt ist er tot. Das war komisch. Der ist unsichtbar. Sowas hatten wir ja auch noch nicht. Gut, jetzt ist er aber weg. Hier kann ich nicht durch, dann muss ich ja wieder zurück. Ja. Unsichtbare Gegner. Sehr komisch. Was ist hier auf einmal los? Wo ist jetzt hier der Schatz? Erstmal berichten wir ihm, was hier los ist. Nicht Ginger, sondern dem Generaltypen hier. Wo ist er denn? Hallo? Wo bist du? Das war doch gar nicht hier. Aber gut, wenn wir schon mal hier sind, kann ich auch speichern. Bin ich jetzt zu weit gelaufen? Ich glaube, ich bin zu weit gelaufen. Nenü? Was steht denn hier jetzt in den Quests eigentlich? Die Assassinen des Generals haben ihren Fusch ins Lager begonnen. Überbringe dem Ältesten diese Neuigkeit, wenn die Unterstützung... Achso. Da ist er doch. Bin an ihm vorbeigelaufen. Elder, I'm afraid I have bad news. We found Kier, but he was ambushed by Gaius' soldiers. He didn't stand a chance. Then it has already begun. Dust, we are nearly out of time. Please, help Sonjin get our camp support systems working once again. Without them, we will stand little chance of mounting an effective defense. Ja, aber das Problem ist, ohne diesen gelben Resonanzstein komme ich da hinten einfach nicht weiter. Liebe Leute. Mithrarin, please. Oder? Doch, ich könnte hier lang. Oh, okay. Das ist natürlich dann was anderes. Dann kann ich ja hier lang... Oh. Shit. Nein, das ist voll fies hier. Ich komme überhaupt nicht... Wow. Nein, wo soll ich denn hin? Nein! Oh Gott. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Und bin kurz vorm Sterben. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Wo kommt der denn auf einmal auch noch her? So, wo ist denn hier jetzt die Gesundheit?
Hilfe. Kommst du mal raus? Du Plattform. Danke. Und nu? Ja, toll, Wurst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ah, jetzt habe ich es schon fast geschafft gehabt. Nein. Oh, es ist echt schwer. Das richtige Timing hier. So, ich bin drauf, ich bin drauf, ich bin drauf. Oh, geschafft, Gott sei Dank, ey. Das war jetzt nicht einfach. Well, there's the generator. Let's see if we can find a way to get it working again. Bestimmt. I sense no energy emanating from the device dust. Perhaps there is a way to return its spark? Mit dem Feuerzeug? Keine Ahnung. Mach ihn jetzt. Mit unserer hier. Hahaha, so. Hat das gereicht? Vielleicht kann dir Fitsche weiterhelfen, sag ich doch. Hahaha. Strom. Das finde ich jetzt cool. Probably still be wandering around in the mountains outside of Rome. Wait, what? What I meant to say was, don't worry about it. Super, hat geklappt. Also der eine Generator funktioniert ja jetzt schon mal. Ich denke, das reicht, ne? Okay. Der läuft. Hui! Gut, dann wieder ab zurück. Wo ist denn jetzt hier mal ein Schatz? Bestimmt auf irgendeiner Plattform. Zum Beispiel da links irgendwie oder auch nicht. Ich schaff's mal wieder nicht, ne? Wo ist denn hier ein Schatz? Das macht mich voll kirre hier, die Gegend. Das war klar. Das schaffe ich auch wieder nicht, bestimmt. Wow. Egal. Schatz hin oder her. Lauf, 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 lauf. Da ist ein Schlüssel. Oh. Oh. Cool. Haha. Haha, wie cool. Ach, ist aber eigentlich ganz cooles Level, finde ich. Bis jetzt. Autschi. Lavafontänen, Feuerfontänen. Gehst du auch mal runter? Hopp, hopp, hopp. Das schaffen wir schon.
Oh, wo sind wir hier jetzt wieder? Jetzt sind wir aber wieder hier unten. Warum? Und wo soll hier noch ein Schatz sein? Keine Ahnung. Jetzt bin ich wieder zurückgelaufen. Ja, sammeln mal ordentlich ein. Und eigentlich müsste man natürlich immer mal zum Teil gucken, was denn hier jetzt besser wäre. Zum Beispiel haben wir hier einen Magmamantel. Der Mantel wurde durch den unglaublich starken Obsidian aus dem vulkanischen Dämmerlandbecken verstärkt. Das wäre natürlich schon mal auf jeden Fall besser als das, was wir jetzt haben. Kann ich das benutzen? Nein, kann ich nicht, denn da brauche ich irgendwelche vier Fälle für. Alles andere hätte ich. So ist das nämlich. Hier hätten wir etwas mehr Verteidigung. Oder einen Schneeanzug. Was brauche ich dafür? Da fehlen mir auch diese Felle. Hier auch. Irgendwie fehlt mir immer das Zeug hier. Habe ich wohl noch nicht genug gesammelt oder so. Komisch. Ja, na gut. Da fehlen mir Felle. Vielleicht kann ich die ja sonst beim nächsten Mal beim Händler kaufen. Dann weiß ich ja jetzt schon mal wenigstens, was ich brauche. So, hopp, hopp, hopp nochmal. Dann haben wir es auch gleich wieder geschafft. Nähern uns dem Ende. Es wird ja immer spannender hier. Nein, nein, nein. Meine Kette ist zerbrochen. Wie blöd. Ja, deswegen schaffe ich diese Tausenderquote auch irgendwie nie. Ja, so sieht's aus. Irgendwie zerbricht meine Kette doch immer. Well, this is the water pump. Huh, no wonder it's stuck. I don't want to risk damaging the pump trying to cut those vines. Maybe there's some way we can burn them off? Ja, kriege ich hin mit Fidget. Hier haben wir Großfeuer. Nee. Nee. So? Reicht doch. Haha. Nice work, Fidget. Stop. You're making me blush. Sie ist so süß. Okay, that's the generator and the water pump back online. Let's return to Sanjin. Läuft alles. Wir sind super dabei. Nur die Schätze habe ich noch nicht alle hier gefunden gehabt. Aber sonst ist eigentlich alles okay. Hier wäre sogar noch ein bisschen Gold. Hier können wir zurück. Müssen wir wieder nach links. Ah. Mann, den Schlüssel, den hätte ich doch gebraucht. Jetzt muss ich da nochmal runter. Ey, warum nimmt er den Schlüssel nicht mit? Da ist doch einer. Ich dachte, den hätte ich schon längst. Jetzt aber. Super. Hab ihn, hab ihn. Und wir speichern. Und ich mache an dieser Stelle einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part von Dust in Illusion Tale weiter. Ja, und es wird spannend, bleibt spannend, ist spannend. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr reinschaut. Bis dann.